Hallo und willkommen zurück bei den Piraten. Wir machen eine Schneeballschlacht. Pass auf, ich zück gleich meine Armbrust. Genau, wir wollen jetzt endlich mal hier das Stromnetz ein bisschen auf Vordermann bringen, zumindest da, wo es Sinn macht, und auf High Voltage upgraden. Dann kriegt der Flo hier mal ein bisschen was und ein bisschen Wirecoil. Okay. Genau. Und nicht alles auf einmal essen. Richtig. Ja. Und das Ganze soll jetzt wieder hier hin, nachdem wir gesehen haben, dass das funktioniert. Und ich hatte, wenn ich mich recht erinnere, genau hier mittlerweile auf Pull gestellt. Dementsprechend sollte das Ding da hinten sogar funktionieren. So, was machen wir jetzt gerade? Wir legen irgendwo Kabel anders lang, was jetzt wir natürlich ist. Wir legen High-Voltage-Kabel. Das heißt, auf diesen Post kommt oben so ein den ich nicht habe. Relay. Relays habe ich vergessen mir zu bringen. Mache ich überall dann die Endpunkte schon mal. Können die Relays auch abgeben oder ist das dann? Nee, also du brauchst zum Abgeben brauchst du die Konnektoren. Okay. Also und zum Weiterleiten. Die Maschinen müssen definitiv die Konnektoren. Genau. Und vor allem, wo das Ganze erforderlich sein wird, ist hier. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mit dem Glowstone kaputt mache. Da, beziehungsweise, genau zu sein, da. Da. Die Maschinen haben mich ziemlich viel Strom gefressen. Drum kriegen die jetzt High-Voltage-Anschlüsse. Und das trifft sich ganz gut, dass wir hier ein Relay ranbacken wollen, weil Relays kann man nur noch von unten anschließen. Also müssen hängen, sozusagen. Aha. Und das nächste Relay. Hier ist es zwar übertrieben, aber bevor wir jetzt anfangen mit wegen dem einen, machen wir irgendwas anders, glaube ich. Wie Connection Obstructed, da ist nichts Obstructed. Glaubst du? Ah, so rum geht's, ja. Diesen Algorithmus möchte ich mal genauer sehen. Ja, angeblich immer von oben nach unten. Ja, da ist wahrscheinlich irgendwo ein plus 0,5 drin, wenn man das einmal so rum und mal so rum macht, dann ist das irgendwie. So, das heißt aber auch, dass wir eigentlich die ganzen Sachen, die wir hier haben, Posts mehr oder weniger ersetzen müssen durch die, an die man es dran hängen kann. Ja. Sag mal. Jetzt der lang durch, wenn ich da dran hänge. Und ich sehe die Problematik. Da bitte. Ja, das ging schon mal. So, wie wir jetzt hier weiterkommen, wird aber tatsächlich interessant. Ich räume gerade mal die Basis noch ein bisschen auf. Ich beschließe, wir stellen da einfach mal was hin und probieren das. Ausfahren können wir den ganzen Schmarrn ja mit unserem tollen Hammer. Also einmal raus, einmal unten dran das Ding. Und dann, wenn es geht, bitte, bitte. Ja, perfekt. Ja. Yeah. Da mit der Coil hin. Sehr gut. Das Tolle bei den HV-Sachen ist, die gehen deutlich weiter. Also die haben 64 Blöcke, glaube ich. Bist du denn gerade? Ja, unter dir. Ja. Ah, ich dachte, das waren 32. Weil ich meine, das hatten wir irgendwie schon mal. Stand irgendwo, sonst auch 32. Ja, okay. Auf jeden Fall deutlich weiter. Ja. Das hängt tief. Ja, stimmt. Ja, schon, gell? Nee. Whatever. Sollen wir es ändern? Sollen wir es lassen? Können wir nicht diese Pfosten auf die Pfosten draufstellen? Könnten wir auch machen. Nur hier hatte ich das Problem, dass ich da nicht runterkommen sonst. Da kann man nicht von. Also wir könnten. Ja, kann man ja, man kann es ja ein bisschen runterhängen dann noch.
Dann ist es da auch nicht ganz so. Dann kann man es eher durch den Türstock durchhängen. Wenn wir da quasi. Ich gebe dir mal hier ein paar Konnektoren, Relays. Okay. Dann kannst du da nämlich selber mal experimentieren. Machen. Mal schauen. Kabel hast du ja noch, oder? Kabel habe ich, genau. Schau ich da, was halbwegs brauchbar sein krieg. Hier gibt's ein paar Relays. Ah, Posts kriegst du auch noch. Okay. Die wurden Posts. Gehört. So. Ja, das Ding läuft jetzt hier. Was mehr oder weniger gut ist. Wer läuft? Der, jetzt hier, die Diesel Generator, der läuft gerade. Ah. Weil hier Energie mehr oder weniger gerade fehlt. Finde ich jetzt gerade nicht so gut, weil er wahrscheinlich gerade ein bisschen verschwendet. Drum mache ich ihn kurz wieder aus. Haben wir einen Lever? Nee, Wait. Ja? Warum hat der Post oben keine Hängebalken? Weil du den mit dem Hammer, mit dem Engineering-Hammer. Den ich natürlich nicht hab. Komm, kriegst meinen. Ja. Ups. Ja, die können in der Luft zu schmeißen, aber. Ja, sicher. Plonk. Na komm, gib mir das Ding. Ah ja, genau. Was ich noch bauen wollte, wäre ein größerer Capacitor. Schauen wir mal, ob wir ihn craften können. Ja, können wir, cool. So ein 5 Millionen, nicht nur 1 Million. Glaube ich, ist ganz praktisch. Und den Generator hier, der jetzt wahrscheinlich eh gleich ausgehen wird, kann man theoretisch mit einem Redstone-Signal ausschalten, was gerade grandios nicht geklappt hat. Wirklich. Das funktioniert ja super. Aha. Ja, der ging nicht aus. Jetzt brauche ich doch einen Lever. Gespannt, gehst du so weit? Boah, du gehst so weit. Wunderbar. Weiß nie, ob ich einen Lever jetzt aus Stone oder aus Cobble gebaut habe. Tja. Ich hoffe gerade mal Stone. Passt. Du solltest jetzt eigentlich aus sein, du Ding. Du Ding. Hat ihm aber irgendwie noch niemand gesagt. Schanze. Moment. Es dreht sich gar nicht. Ich glaube, das Ding macht einfach nur Ton. Hat Töne. Hat also Chancen in deiner Musikband. Ja. Ich mach's mal leiser. Dankeschön. Komisch, aber okay. Komisch, aber okay. Oh. Official so wording. Läuft das bei uns. So, die dicke Capacitor Bank werde ich jetzt hier ersetzen. Ist mir nicht wurscht. Bauen wir einfach direkt ab. Und durch die da ersetzen. Und dafür, das ist zumindest der Plan, kommt die da drauf. Und meine Idee ist jetzt hier zu überprüfen, wie voll ist sie. Und wenn sie komplett voll ist, soll sie hier diese Maschine ausschalten irgendwann mal. Also gerade noch nicht. Aber so der Plan. Das ist der langfristige Plan, genau. Wo ist mein Wrench? Klingt nach Remote Control. Wo ist mein Wrench? Da ist er. Hallo? So, also gute Hallo? Nachrichten. Hallo? Hm. Ich höre dich. Hallo, Kabel. Achso, Kabel.
gehört. Dann also gute Nachricht, wir haben jetzt ein großes Feld mit Sugarcanes. Mhm. Schlechte Nachricht? Es ist nur Sugarcanes. Und jetzt haben wir gleich keinen Strom mehr, aber das wirst du schon merken. Braucht schon Strom. Okay. Warum nicht? Weil ich die Konnektoren hier zum Reaktorabbau. Weil ich könnte mir vorstellen, dass der auch irgendwann mal High Voltage erzeugen wird. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee komme. Könnte irgendwann passieren. Irgendwann. Weil irgendwie habe ich das Gefühl. Oh. Also du willst einfach die oben drauf setzen auf die. Ja. Okay. Ja. Dann machen wir das mal. Ah, verdammt, du hast ja gerade meinen Hammer. So schaut's aus. Gut, dann musst du das machen. Baby, wo war's wie? Alter. Ja. Ja. Den Proband wahrscheinlich gar nicht mehr, aber egal. Sieht besser aus. Brauchen wir drüber im Strom? Schon, oder? Drüben, ja. Ja. Für die Farmen. High Voltage? Aha, Farmen High Voltage, ja. Ich meine, wir könnten auch parallel nochmal Medium Voltage laufen lassen, aber passt schon. Hier dann auch noch am besten. Jetzt im Weg. Ja. Wo war's? Bei den, Ach, hinten bei den Farmen. Wasser. Was? Wasser? Was? Wie, wo, was? Wasserrädern. Was ist da? Da müsstest du oben auch noch, hämmern. Hammer Time. Hammer Time. Machen wir das. Was ist da? Was ist das? Ups. Ich glaube, wir brauchen noch so ein paar Konnektoren hier. Ich glaube, ich habe auch noch welche. Oh, du hast auf der falschen Seite. Du müsstest es auf der anderen Seite machen, weil sonst kommen wir da nicht von unten hoch. Ach, die sind. Ah, die kommen. Ach, die kommen da. Ah, die kommen da hoch. Okay, ja. Die andere kann man da so. Ja. Da. Dem auch, okay. Was? Ah, ich hatte hier schon rechtsklickt anscheinend. Von da nach da. Und von... Gehst du? Was sagt mein Jetpack? Okay, ist noch voll genug. Sag mal. Von da nach da. Ah, das wollte ich auch gerade machen. Und da. Da war ich schneller. Ah. Hier. Den habe ich ja gar nicht gemacht, drum warst du schneller. Mhm. Aber. Gut. Kannst mal sehen. Aber hast du toll gemacht. Na? Ich bin das auch. Sind alle stolz auf dich. Voll stolz drauf, dass ich in E-Sport so krass abgehe. Und von hier noch nach. Da, sehr schön. Gut. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie wieder in die Basis rein. Ah! Ist ja witzig. Hm? Die Posts kann man wie Leitern benutzen und hochklettern. Ja, stimmt. Das richtig. Hab ich noch gar nicht gemerkt. Ja, ich hab's irgendwann mal zufällig gesehen. Aber man fällt, glaube ich, also man sollte nicht sich drauf verlassen. Okay. Irgendwie gefühlt. Sehr wackelig. Sehr wackelig, ja. Okay, da hinten sind wir schon. Ja, da müssen wir noch schauen, wie wir es genau machen. Ich würde fast vorschlagen, dass wir da schauen, dass wir da ein bisschen weniger benutzen, als es gerade sind, weil es sind doch ein bisschen viele zu den Farmen rüber. Den... Oh, hallo, Zombie. Den Generator einfach oben auf den Kondensator drauf, oder? Oder wo ist da der Anschluss? Den Generator... Wo ist der hinten, der Anschluss? Welches Ding? Der Dieselgenerator. Ja, das ist da oben, wo die
Machst auf dem Basic Capacitor. Also auf dem Capacitor. Ja. Genau, das wollte ich wissen. Ja, also die Idee ist hier, wie gesagt, dass wir bei der messen, wie voll ist sie und ihn dann abschalten, wenn die zu voll ist. Mhm. Um halt, weil der sonst weiter generiert. Mhm. Also echt. Überschuss verloren geht, ja. Ja, genau. Und das muss dann nicht sein. Mhm. So, wir haben ein Stromnetz. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, die sind noch nicht verbunden, die Seiten, ne? Was macht der eigentlich da unten hier? Macht der überhaupt Sinn? Noch nicht. Der war ursprünglich hier hinten verbunden. Oh, ich muss mal was essen. Ich hab grad ein... What? Du solltest was essen, ja. Das ging schnell. Ja. Ja. Hättest du noch was gegessen? Ja, ich war gerade am Essen suchen. Ja. Okay, das ist vielleicht ein bisschen krass. Ivo. What? Was? Ja, hier kam gerade ein Zombie raus. Aha. Will dir mal hier einer abschießen? Da. Dankeschön. Dann. Da stirbt man erst und dann kriegt man. Ich glaube, das ist dein Zeug, was mich da verfolgt. Zombie-Besuch, ja. Glaube ich auch. Da liegt noch eine Pickaxe, du hast noch nicht all dein Zeug aufgesammelt. Wo? Da. Ja, da. Ja, mein Inventar ist mal wieder voll. Ah, ja. Das erklärt's. Da. Ich finde, so, das ist ein guter Zeitpunkt für mich, sowas zu essen. Ich glaube, die sind nicht bei mir gewesen. Das ist doch doof. Das war deins. Ach, du kriegst mal die ganzen Dinger hier zurück. Da. Immer ich. Was? Ja. So. Und den haben wir auch. Wofür kriegst du das? Oh je, dann kann ich sie auf den Friedhof stellen. Oder ich krieg's nicht. Ja, ich hab nicht gut genug gezählt. Gut. Die Frage ist, wie wir das mit der hier machen. Dieser. Scheißtür. Capacitor hier. Weil. Kommen wir da irgendwo hin? Ah, da, zu dem da hinten müsste man kommen. Und dann können wir oben das langlegen, ja. Über die Pfosten. Also einfach auf die Pfosten hier oben Dinger draufstellen. Dann kommen wir da durch. Drüber. Ach der, ich dachte da unten. Okay, gut. Und dann können wir den hier tatsächlich abbauen, ja. Mhm. Oh, je. Genau, dann kannst du hier, können wir theoretisch. Kommen wir da unten hin, weil sonst können wir hier oben drauf einfach ja, diese machen wir da oben ein. Pfosten setzen und ja, dann wir brauchen hier eh noch was für die Anlagen mhm. hier. Wo wir ein HV brauchen. Da. Wo setzt du den gerade hin? Oder wo soll ich setz gar nichts. Wieso hast du mir alles gegeben? Nicht? Ja. Ich wusste nicht, dass wir noch was machen. Ich dachte, wir sind fertig. Wo setzen wir den hin? Wolltest du den hinsetzen? Ich dachte, oben auf die Pfosten quasi. Also da, wo jetzt die Fackeln stehen. Also hier hin? Ja, genau. Oh, da ist eine Fackel nicht gewesen. So. Komm oben drauf. Landen brav. Gehört. Jetzt habe ich nur die Befürchtung, dass sich das nicht so gut hier nicht ausgeht mit dem HV-Wire-Connector hier. Also ich meine, gut, der Soundmuffer kann weg, der hat eh nichts gemacht. Was machst du eigentlich? Ah doch, könnte sich ausgehen. Gut. Dann probieren wir es einfach mal aus. Und von unten. Jetzt darf ich hier keinen Koppel mehr. Ich würde auch noch Koppel haben. Bitte sag mir, dass du verbindest. Ja. Konnte das noch wissen. Da, Koppel. Hallo, Koppel. Wie obstructed. Ey, kann doch gar nicht wahr sein. Komm ich zu dem? Wäre ziemlich lustig. Too far away. Schade.
Dann. Ja, probieren wir das anders. Kommen wir, wenn wir hier rausgehen. Ach, komm schon. Ups. Kann man die Chisel eigentlich mit dem Moos verzaubern, kommt mir gerade so. Ich hätte gerne autoregenerierende Chisel. Oh, you cannot attach this one. Ja, ja, klar, kann ich die nicht hin. Weil da schon was ist. So, ich habe so das Gefühl, ich brauche jetzt auch noch eine Barrel für die neuen Sachen, die wir jetzt plötzlich unendlich züchten. Oh, jo, mei. Du so, ihr tauscht runter Kabel aus. Mhm. Die sind hübscher. Die sehen aus wie Diamanten. Nein. Schon wieder zum Aber sehen. Der Post da oben auf dem Torbogen sieht ein bisschen bescheuert aus. War übrigens nicht ich. Macht nichts. Sieht trotzdem Wollte ich nur bemerken, aus. Ja? Also macht nichts. Ich glaube trotzdem, dass es von dir kommt. Ist okay. Genau, du hast platziert. Du bist schuld. So, das Netz ist jetzt mehr oder weniger komplett. Ich glaube, zu den Farmen hinter geht's noch nicht. Teilweise geht's dahinter, aber noch nicht ganz, ja. Dann kümmere ich mich da noch schnell drum. Chisel, Chisel. Ja. Von hier nach. Schauen wir mal, ob das bis da hinten geht. Das wäre ganz gut. Na? Gehst du bis hier? Ah, oh, schade, zu weit. Gehst du bis hier? Aber wir können uns mindestens mal einen hier sparen. Also von hier nach. Da, perfekt. Jetzt von da nach. Da. Und ich habe tatsächlich keine. Doch, eine HV-Wire-Quelle noch. Immerhin. Da ist ein Baum im Weg. Die Sau. Kann die Farm den mal ab. Ah, nee, kann sie nicht. Hm. Tja. Houston, Problem. Mhm. Weil das Ding müsste erst weg, bevor wir. Okay. Mal schnell die frei boxen. Barrels auf Barrels setzen macht echt keinen Spaß, wenn man dann immer die Barrels in die Barrel reinpackt. Jetzt kann nämlich der Rest, die Rest des Farm wieder arbeiten. Tut sich auch wunderbar. Barrel, 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 Barrel. Bisschen. Ja, Daniel, also du könntest jetzt mit HV weitermachen, hier um die Farmen anzuschließen. Mhm. Oder ich schließe Barrels an. Ja. Canes und Weed. Und ansonsten wären wir mal wieder am Ende der Folge. Juhu. Und Seeds. Ja. Ja. Dann. Wir haben keine Seeds. Das ist gerade doof. Ja. Shit happens. Aber dafür haben wir Strom in HV. Halleluja. Mhm. Halleluja. Genau, und was haben wir noch? Genau, ja. Alt, schönere Böden, ich arbeite dran. Und kein Jetpack mehr, aber ich habe zum Glück hier noch irgendwas. Irgendwas ist gut. Irgendwas hast du. Das ist besser als nichts. Muss man mal ganz okay, das, das Tolle ist, das Jetpack lädt sich jetzt viel schneller. Das Schlechte ist, es ist viel schneller leer. Aha. Warum ist das Jetpack schneller leer, wenn es sich schneller lädt? Nicht, das Jetpack ist leer. Ah, deswegen ist hier kein Strom, weil das Ding noch nicht verbunden ist. Oder doch, ist verbunden. Hä? Ah, das Kabel hat sich Ich verstehe nicht, was du meinst. das
Die Energy Cell ist viel schneller leer. Ah. Tja. Weil die ja jetzt mit 5000 RF abgeben kann. Mhm. Und mhm. das ist natürlich deutlich schneller als das ist wohl mehr. Die 1000. Mit anderen Worten, größere das Jetpack fühlt sich deutlich schneller auf. Und ich frage mich gerade, wo der ganze Strom hinwandert. Tja. Sorry, ich habe Hunger. In dein Jetpack? Nee. Wahrscheinlich ist es der Verlust von den HV-Kabeln. Ah, den Boden verlegst du gerade. Okay. Ich dachte mir gerade, ist hier ein Creeper gewesen? Moment, nee, dann wären die Maschinen nicht mehr da. Nein, ich bin kein Creeper. Nur manchmal. Nur ein Fasching. Mhm. Mhm. Hilfe. Nicht mal dann. Nicht mal dann. Mann. Ja. Genau. Nicht Advent. Ja, da gibt es wahrscheinlich kein günstigeres Faschingskostüm als Creeper. Einfach so eine Box auf den Kopf setzen, fertig. Ich habe eine Kiste auf dem Kopf. Ich bin ein Creeper. Ja, war genau. Nein, du bist Solid Snake, aber egal. Ich bin was? Metal Gear Solid Kisten? Nein. Klingelt nicht. Ich habe nur gerade nicht gehört, was du gesagt hast. Solid Snake. Ja. Ja, Kiste auf dem Kopf. Also, nee, ich sagt mir das Spiel was oder die Spiele, aber ich habe sie tatsächlich nie gespielt. Ja, ich auch nicht. Deswegen kann man trotzdem wissen, dass es da Kisten gibt. Okay. Die Capacitor Bank leert sich und ich weiß nicht, wo der Strom hingeht. Wann bin ich fertig? Ja, eigentlich schon. Also, wie auch immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und vielleicht weiß ich bis dahin auch, wo der Strom hingeht. Vielleicht. Servus. Tschüss.